Ultimate Despair Life. Die MP-Probleme, die gerade du gehabt hattest, welche waren das? Das ist die Main Weapon, das ist die neue Rifle, die Drekka Press Mod. Ja, okay. Die ist so gut. Ja. Ich glaube auch, ich stelle auch mal die Hypothese auf, ich glaube, wir brauchen gar nicht so viele Medipacks. Also ich glaube, ein Medipack ist genug. Ich glaube, Medipacks sind halt wirklich nicht das Problem. Ich hatte noch 5 Medipacks. Ne, 4. Aber ich war einfach down und dann. Ja, das Problem ist, weil die Sache ist, wenn wir halt an der Stelle, an dem Punkt sind, wo wir tatsächlich Medipacks brauchen, dann sind die meistens so durchgebrochen, dass wir sie auch nicht mehr die Zeit haben, die zu nutzen. Wir sinnvoll. Brauchen Tool Refills, ne? Ich glaube, Tool Refills über alles, weil Ammo hatte ich auch gar keine Probleme. Ne. Wollen wir uns dann diesmal komplett auf Tool Refill dann? Ich würde sagen, ja. Ja, also ich glaube, wenn einer Medipack hat, wäre ganz nice. Oder soll ich doch mal den Minenwerfer mitnehmen? Und der Rest dann. Also ich hatte Medipacks, aber ich war einfach bevor, also ich war auf 100% und war einfach instant down. Also ich war. Ja gut, Burst Sentry. Ich glaube, Medipacks bringen tatsächlich nichts. Okay. Nicht wirklich, weil wenn wir einmal down gehen, dann war's eigentlich. Ja. Okay. Wir müssen halt wirklich so voll auf Defensive gehen. Ja, wir können dann, ja gucken, dass der Bot vielleicht ein Medipack dabei hat, aber jetzt können wir sowieso nicht steuern. Er hatte tatsächlich auch Medipacks dabei und es hat nichts gebracht. Ja, er hat mich einmal geheilt, aber das war's dann auch wieder. Ja, du kannst den Bot ja auch nach Heilung fragen. Ja. Und hoffen, dass es dir gibt. Wollen wir Booster reinpacken diesmal? Wir können es probieren. Ich habe einen Booster mit 8% mehr Sentry Damage. Stimshot, Main Damage plus 5%. Projectile Resistance, Melee Resistance wäre, glaube ich, nicht schlecht. Melee Resistance und Projectile Resistance. Mehr Resistance ist, glaube ich, gut. Was ist denn hier? Recovery? Regen Speed? Naja, nicht wirklich. Weil Regen ist ja sowieso bloß auf weniger als 20. Sentry Damage? Supply Efficiency und Revive Speed. Interessant. Aber das ist Sniper Rifle, glaube ich. Ich glaube, ich würde einmal Protect nehmen mit Melee Resist. Weil, Protect. Ja, Protect. Würde ich, glaube ich, einmal nehmen mit Projectile Resist und Melee Resist oder voll auf Melee Resist. Weil ja, ich fand die schießenden Dinger, die fand ich eigentlich gerade gar nicht so ich schlimm. Ich habe ganz fiese Infos rausgefunden. Ich habe einen Booster, der macht plus Main Ammo, aber reduziert deine Infection Resist. Ich habe gerade nachgeschaut, was Infection Resist ist. Ja, selber schuld, wenn du dich spoilerst. Also bitte. Da kommen noch Sachen auf uns zu. Jetzt lass uns erst einmal auf das Unmittelbare fokussieren. Ja, das ist ein Problem für die Zukunft. Also ich habe, es ist kein Spoiler, aber es macht halt leider genau das, was es sagt. Ja, gut. Oh, ich habe halt ich mache ja einen Booster, der macht Minenschaden plus 51%. Na, die Minen sind doch sowieso eigentlich One-Hit-Kill bei allem, was da irgendwie reinläuft. Ja, schon. Alter, Leute, ich hau mir jetzt 3 Booster rein, jeweils mit Resist halt. Ich hoffe, das bedeutet halt mehr, also Schaden, dass ich mehr Schaden fressen kann halt. Ja. Na, du bist jetzt einfach der Tank. Ich hoffe. Ja, ich hau mir einen Booster rein. Weil andere habe ich halt nicht wirklich. Ich kann mir einen Stimshot machen für Main Damage plus 16%. Da muss der Gegner dann mindestens 20 Meter weg sein. Das ist ein Main Damage. Main Weapon, okay. Weiß eigentlich jemand, ob die König oder die Drekka Sniper mehr Munition dabei hat? Die Drekka Sniper hat 12 Schuss. 4x3 Schuss, ja. Und die König? Sorry, ich habe gerade von der König geredet, ja. Die Drekka habe ich nie gespielt, weil du die immer gespielt hast. Okay.
Na, Knie-Drecker hat deutlich mehr. Ah, okay. Ich bin bereit. Wie zum Fick komme ich auf 27 GB GPU-Speicher? Gute Frage. Find's geil. Sind wir soweit? Jo. Ich denke. Okay, der Anfang ist ja sowieso easy peasy. Trotzdem sollten wir es nicht überstürzen. Ja, wir sollten nicht überstürzen. Weil ich gerade sehe, dass unsere Heat auch recht weit runtergegangen ist. Ich glaube, das Spiel ist wirklich darauf ausgelegt, dass man Missionen spielt, Artefakte findet und dann andere Missionen spielt, falls man verliert, um mehr Artefakte zu finden. Damit sich das Heat halt wieder neu aufladen kann, falls meine Hypothese stimmt. Keine Ahnung. Also ich meine, wir können es ja noch ein, zweimal probieren und dann können wir vielleicht mal wieder was anderes ranwagen. Ja, aber noch fühle ich's. Ja, ja, also wir sind bis 5 gekommen. Diese Mission finde ich halt sehr kurzlebig, weil du musst dich nicht ewig durchkämpfen und das stimmt, ja. Dann irgendwie frustrierend am Ende, sondern das Durchkämpfen ist relativ kurz. Und wenn du verlierst, hast du nicht so viel Zeit investiert halt. Das stimmt, ja. Weil da ist halt eine Mission wirklich nur, was, maximal eine halbe Stunde vielleicht? Haben wir jetzt gebraucht dafür? Ja. 20 Minuten vielleicht. Check. Mit jo. Zwei Uses und Ammo-Pack. Schnapp ich Ammo-Pack noch? Ja gut. Ammo-Pack mit 4 Uses, das benutze ich mal für mich selber. Und gern noch jemand anderes. Das können wir eigentlich allgemein schon... Ja. Komm erstmal, ich fülle dich mal auf. Ja, dann, ja. Ich nehme jetzt mal. Ich wollte gerade hacken. Oh. Ich wollte sagen, ich nehme nichts mit, aber der Bot nimmt mit und füllt für mich halt auch nochmal, Alter. Gut. Danke für gar nichts, Bot. Was haben wir hier? Tool Refill, okay. Das würde ich auch einmal ich nehmen. Nehme mal. Ja, warte mal. 4 Uses, 5 Uses. Das mit den weniger Uses sollten wir bei uns jetzt aufbrauchen. Genau. Ja. Ich habe noch einmal Ammo dann für Ramtamtam, falls er dann mal irgendwann hier hochkommt. Mal eine Sonne. Ich irre im Dunkeln. Dankeschön. Da. Ramtam. Ja, hier Ammo Pack für dich, bitteschön. Excellent. Excellente. Habe ich jetzt mal einen Tool-Refill mit 5 Uses dabei? Hier ist noch ein 4-Use Ammo-Pack. Zweimal Ammo-Pack und 4 Ammo-Pack. Zwei Ammo noch auf mich. Ja, klar. Ich brauche nur noch 9% von meiner DMA, aber ansonsten. Ja, falls du noch einen Use übrig hast, würde ich ihn auch nehmen. Ja, nehme ich. Dankeschön. So, 100% auf alles, so gefällt mir das. 80% Ammo habe ich auch noch. Use Medipack ist glaube ich das meiste, was wir bis jetzt haben. Ammo Pack 2 Uses. Ramtamtam, wie sieht es bei dir aus mit? Ich gebe mal noch 2 Ammo für Bishop. Lass uns auf jeden Fall das Medipack mit R genommen. Ja, und wir bräuchten auch nochmal Tool Refill für Bishop, damit seine Sentry auch auf 100% ist. Ja. Wollen wir jetzt Run and Gun oder? Die ersten Räume können wir machen. Aber so ab Raum 3 werden es dann doch recht viele. Ich kann schon ein bisschen scouten. Oh, eine Mine. Eine Mine? Was du nicht sagst. Die sollten wir am besten so über unsere Köpfen platzieren, dann im Gang, damit es die Großen trifft. Ja, ich würde die vor allem nicht am Anfang platzieren, sondern erst dann, wenn die Sentries langsam auslaufen. Oder so, ja. Brauchen wir wirklich so eine Layered Defense. Aber diesmal werden die Sentries ja nicht so schnell auslaufen, weil wir ja alle mit Tool Refill Packs reingehen. Stimmt, ja. Stimmt. Dann können wir sie direkt einfach oben hinsetzen. Auf Riesenkopfhöhe. Ja. Stimmt, ja.
Okay, ich bin hier irgendwo runtergefahren, ich komme nicht mehr hoch. War doch da. Ich warte dann schon mal an der Sicherheitstür. Ja, ich laufe noch mal eine Runde. Was ist dieser Raum? Ja. Also bei der Innenausstattung hier, da haben sich Leute auch nichts gedacht. Aber ja, wir können. Oder auch nicht. Ja. Oh ja, das ist hier dieser komische Bioscan. Okay, haben wir da Feindkontakt? Keine Ahnung. Werden wir schon sehen. Werden wir schon sehen. Ja, links zwei. Ja. Ja, wir machen die Sneaky, oder? Sneaky, klar. Ich würde den rechten übernehmen, wenn ich mich vorbeigeschlichen habe. Außer Smiley ist näher dran und hat seinen langen Zahnstocher dabei. Sein ja, 3 Kilometer langen Zahnstocher. Ah, komm schon. Aber warte mal. Ich stehe noch mal ein bisschen weiter rechts, als ich dachte. Oh, ich höre rechts noch irgendeinen, okay. Ich bin bereit. Ich auch, gib dann das Befehl. Jo, aufladen. Aufladen. Fertig. Bereit, go. Nice. So muss das. Looten. 5 Views Armor Pack. Irgendwo links höre ich doch so einen Schlawiner. Alter, Bishop ist gerade einfach oben. Ja, ja, ich seh's. Oh, ist das ein Creed? Nein, schade. Okay. Bedrohung neutralisiert. Alter! Mit einem Schuss hast du mich gerade auf 41% runter. Was war denn das für eine Hurensohn-Aktion? Das war ein guter Treffer, ey. Junge, 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 jetzt reißt euch mal zusammen. Habt ihr Muni verbraucht? Wenn ja, dann bitte einmal hier sammeln, weil ich kann ich meinen 4 Use Ammo Pack auf euch benutzen und dann den 5 Use Ammo Pack hier mitnehmen? Also ich hab nicht geschossen. Ich hab 2 Schüsse verbraucht. Und ja gut, wir brauchen jede Patrone. 3 Use Medipack. Bleib mal stehen. Ramtantam, bleib stehen. Nein, heil mich nicht. Also, ja, kurz, ich hab ein Ammo Pack. Das reicht. Wir haben hier ein 3-Use-Medipack, das wir verbrauchen können, Leute. Ja, und ich habe ein 4-Use-Ammo-Pack und hier unten ist ein 5-Use-Ammo-Pack. Was ich gerne lieber mitnehmen würde. Ich hab's verloren übrigens. Ach, hier ist es. Hier ist ein 4-Use-Medipack, also... Ja, dann nehme ich das 5-Use-Ammo-Pack hier mit. Also ganz... Also... Leute. Also... Wir können also uns auch kurz vorm Ende hochheilen halt so. Aber jetzt wegen einem Milliprozent... müssen wir jetzt auch nicht verschwenden. Ja, gut. Es kann nämlich auch sein, dass wir dann GTFO müssen und das Zeug dann brauchen werden. Oh, weiß ich das nicht, könnte ich mir aber halt vorstellen. Hier ist noch ein 2-Use-Medipack, by the way. Also einen Use könnt ihr mir geben, weil ich bin immer noch bei 81%, nachdem ich jemand auf 41 runtergeschossen habe. Ja, dann gönn ihr doch das 2-Use-Medipack da unten, wo ich gerade gepinkt habe. Folgen Sie mir. Ach Leute. Hier irgendwo. Ne. Moment. Hier. Nee, das war das 4-Use Medipack. Oder 2-Use? Ne, 4-Use Medipack. Ah, keine Ahnung, nimm's einfach, halt ich. Oder kannst du Bishop fragen nach Leben? Der hat einen 20% Medipack dabei. Ja, zu spät. Okay. Next. Lass mich rein!
Totleben, 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 Totleben. Hinten ist nämlich das Loch in der Wand und auf der anderen Seite ist ein Gegner. Okay. Ja, yep, also das Heat, das ist ordentlich am Droppen, yo. Ich bin auch wirklich ordentlich am Looten, yo. Vielleicht ist das wirklich so ausgelegt, dass man halt die Missionen abwechseln sollte. Ihr habt zwei vor uns. Ja, ich glaube, das ist halt auch einfach, dass du halt nicht unendlich Artefakte aus einem Run rausziehst, ja, aus dem einfachen. Ja, das auch. Ist der hinter mir weit weg? Ich seh's gerade nicht. Und links ist auch noch einer. Ja, nee, der links ist einer zu nah dran. Das wird ganz schön, allgemein ganz schön haarig. Ich habe drei Stück in einem Cluster. Ja gut. Amtam? Ja. Dann bist du auch da, okay. Nimmst du den mittleren? Ich sehe halt gerade nichts. Jetzt sehe ich sie. Nehmen wir mal den mittleren, der leuchtet. Genau den. Rechts von dem steht dann auch noch. Hab hier den Fettsack direkt vor mir. Der, wo jetzt leuchtet. Ich glaube, wenn ich hier auf die Pustel an seiner Hüfte drauf haue, dann müsste der auch sterben. Naja. Dauert ewig, bis ich dort bin. Obwohl, am Kopf komme ich auch. Das ist ein richtig ekelhafter Raum. Okay. Uah. Okay. Ja, okay, der Raum war auch echt scheiße. Ja, gut. Was soll's? Ihr snackt euch immer alle Artefakte weg, während ich hier leer ausgehe. Ja, dann nimm du das hier. Ja, weil ich mal leer ausgehe. Die kriegst du aber auch, weil es ist egal, wer die aufhebt. Der nächste ja, okay. Raum wird. Was ist denn da? Ja, auf der anderen Seite zwei. Wir sehen nichts. Oh, da sind ein paar, ja. Und zwei, sonst sehe ich ja keinen. Okay, cursed. Ich gestreichelt habe halt aus Versehen. Das war meine Schuld, das war nicht beabsichtigt. Ja, ist gut, haben wir recht gut gemeistert. Ich höre es aber noch gurgeln. Ah, hier hinten bei mir ist noch einer, mache ja ich. Okay. Ich höre hier immer noch einen. Noch hier durch. Ein 6 US Ammo Pack. True Refill Pack. Oh, nice. True Refill. Hast du auch mitgenommen, oder? Ja. Also, ich habe noch ein 100% Ammo Pack. Also, wenn ihr alles True Refill mitnimmt, dann. Also, bevor wir das starten am Reaktor, nimmt jeder ein True Refill, hätte ich jetzt gesagt. Ja, weil ich glaube, unsere Sentries sind unser bestes. Ja, die Sentries sind nämlich Gold wert. Ja. Und, aber bevor wir starten, heilt sich jeder hoch mit allem, was geht halt und alles. Ja, hier ja im Raum sind überall welche. Schafft ihr die? Oder braucht ihr mich? Oder? Also die sind aktuell noch recht verteilt. Oder Run and Gun? Oder wie sieht's aus? Nee. Nee. Ich nehme mal die obere Flanke. Leute, ich mache immer schnell Licht und weg. Ja, wisst ihr, der Run ist sowieso schon wieder cursed, weil ich habe keine Glowsticks. Oh, fuck. Dürfte Glowstick das der letzte Raum sein. Also der letzte mit Gegner. Ich meine ja.
So, ich hoffe jetzt, der hier ist alleine, weil ich höre es die ganze Zeit blubbern. Nee, aber der ist allein. Weit genug weg. Was? Unten sind zwei. Ja. Direkt unter dir, Smiley, glaube ich. Ja, da ist einer. Den kriege ich aber. Irgendwo links höre ich auch noch einen. Ja, einer ja, hier da. Unten, also. Genau. Ja, Ramtam, leuchten die mal nicht hier runter. Hier sind nee, noch hier einige. Einige, ich sehe gerade nur einen. Vielleicht, weißt du, ich hab so eine Theorie. Ich glaube, die brauchen einfach ein bisschen Sonnenlicht halt. Ein bisschen Vitamin D. Weil sie sind einfach depressiv. Ja, das sind wahre Gamer. Gamer? Wo sind die zwei? Ja. Aber die hast du. Ey, ich muss gerade echt sagen, eine Sache muss ich Windows 11 schon gestehen halt. Mhm. In Settings hatte ich in Windows 10 zwischen 70 und 80% GPU-Auslastung und jetzt habe ich gerade 60% GPU-Auslastung. Okay. Okay. Oh, da war noch einer direkt neben dir, als du das Schloss geknackt hast. Ja, ich. Oh, hier sind auch nochmal zwei. Vor mal die. Hier sind zwei. Okay. Ich weiß. Ich wusste sogar, dass die hier waren. Das okay. War einfach dumm. Noch wer aufs Maul. Schon Neuße. Ja. Ja, aber nächstes kommt direkt bei uns. Medipack, ich heil mich mal. Ja, gute Idee. Ihr use Medipack. Oh. Also, wenn du ein Use hast, dann. Warte mal, du hast dich voll geheilt, oder? Ja, also ich habe noch 6% Punkte frei, aber. Ja, ich heil mich, glaube ich. Ich heil mich und munitioniere mich erst vor dem letzten Ding auf, glaube ich. Ja. Ja. 6er Ammo Pack. 6er Ammo Pack, sagst du? Okay. Hast du eins dabei? Oder? Ich habe einen 5er dabei. Von daher würde ich einmal kurz Runden verteilen und dann. Ich kurz vom Ding aufnehmen dann. Ja, okay. Oder so, ja. Okay. Ja, stimmt, also, ja. Naja, nee, stimmt schon. Strategie können wir machen, dass wir uns halt wirklich bis zum Reaktorraum vorkämpfen und dann halt nochmal so eine Runde laufen und alles aufstocken. Glaube ich, der letzte. Ja, und dann sehen wir auch vor allem, was wir noch brauchen. Das schon, ja. Stimmt schon. Hier ist der letzte Raum. Hier der letzte Raum. Sind hier noch Gegner? Ich glaube nicht. Ne, ich esse normalerweise mal Kanne. Nee, okay. Also ich hab 6er Tool Refill Pack, also das ist schon mal stark. Ich hab einen 5er. Auch gut. Das heißt, ich bräuchte jetzt ein bisschen Leben, also ich bräuchte einmal ein Health und einmal ein Ammo, dann bin ich voll. Bei mir eigentlich das exakt gleiche. Jetzt ist die Frage, würde es sich lohnen, wenn man die Sentries so über Kreuz macht oder was man sie halt wirklich in die Mitte stellt? Also ich glaube, also wenn auf jeden Fall zwei hier oben stehen, ist glaube ich nötig. Ja. Ja, zwei auf jeden Fall. Ich meine nur, ob die jetzt halt... Wollen wir, dass die nach draußen schauen oder wollen wir die so um die Ecke stellen, dass die nach innen schauen? Ich meine nur, wollen wir es halt hier so in einer Reihe aufstellen, so gesehen, oder halt wirklich an den Ecken, dass die über Kreuz schießen? Das weiß ich halt nicht. Weil ich finde halt, wenn die über Kreuz schießen, ist es wahrscheinlicher, dass sie sich die Munition wegschießen. Dass die den Gegnern dann in den Rücken schießen oder so. Nee, also, das haben wir schon. Dann kommen sie mir fast ein bisschen zu ergreifen, weil vor allem, wenn es dann hier den Hügel runter geht, weiß ich nicht, ob sie da noch treffen sollen. Das stimmt, ja. Und vor allem, das haben wir, glaube ich, beim allerersten Run probiert. Und es hat nicht ganz so gut geklappt. Also ich habe eine Sentry, wo... Kann sie in die Mitte stellen? Also eine Sentry vielleicht noch in die Mitte und dann eine Sentry neben dem Reaktor. Und wir können einfach hier unten noch zwei quasi so über Kreuz stellen, eine hier in dies auf die Seite und könnten wir auch machen, die eine auf die andere Seite. Dann sind wir hier unten ein wenig sicherer. Andererseits, was wenn sie halt dann, also dann brechen sie halt oben schneller durch, ne? Stimmt, ja. Und ich glaube oben, wenn wir den Choke Point halten können, dann ist es glaube ich wertvoller. Genau, ich glaube. Wir können auch hier oben noch irgendwie eine hinstellen, wo ich gerade stehe, dass wir quasi die Seite noch weiter hinten ein bisschen gedeckt haben. Aber ich sage jetzt die, ich glaube, wenn die weiter wegstehen, bei den Burst-Sentries vor allem,
dann können die wahrscheinlicher verfehlen. Also ja. ich würd hier oben noch eine hinmachen, glaube ich. Weil Burst Sentries willst du halt eher so in Midrange stellen und weiter weg dann eher so Sniper Sentries. Ja, aber ich meine ja hier oben nicht, um die Tür zu decken, sondern tatsächlich, um einfach die Hälfte von dem Raum hier zu covern. Aber ich fand halt unsere Strategie vom letzten Mal, die war halt schon recht gut. Wenn wir die noch ein bisschen ausarbeiten, dann kommen wir gut hin. Wenn, dann würde ich aber eine halt in die Mitte platzieren. Ja, also eine noch in die Mitte rein. Nicht irgendwie an den Rand oder so. Ja, wir haben ja die eine hier in der Mitte. Dass es dann vielleicht so ist, dass eine Sentry den rechten Gang deckt, eine Sentry den linken Gang und dann die in der Mitte halt da, wo halt am nächsten dran ist. Aber dass die trotzdem noch umswitchen können, je nachdem, wie gerade die Situation verlangt. Ja, stell es hin, wo du möchtest. Ich glaube, dass hier irgendwie alles schon richtig ist. Wenn du sie vielleicht genau hier hinstellst, wo ich gerade bin? Ich stelle es jetzt hier hin. Okay. Also, dass die beiden Sentries kümmern sich um die erste Welle und die durchkommen, macht deine Sentry. Also, genau, meine kümmert sich dann um ein oder zwei, die halt die es schaffen, nah genug, also da durchzubrechen, also durch die Tür durchzubrechen. Holt dann meine ab, also die sollte tendenziell weniger Ammo verbrauchen. Und dann, was nach dort unten durchbricht, das holt sich dann Smiley seine. Jetzt ist die Frage, weil ich habe einen Shotgun dabei. Soll ich mich so ein bisschen hier hinstellen und ein bisschen so das Feuer auf mich lenken? Weil ihr seid ja präziser als ich. Ich hab drei Booster, wo ich halt Schaden fressen kann. Okay. Ich habe halt eine Long-Range-Waffe und einen Shotgun. Von daher, ich könnte halt in beidem was reißen. Ist es so schlau, die Kisten hier jetzt? Naja, jetzt ist eh weg. Zu spät. Die Kisten, da waren zwei Artefakte dran. Achso. Ach, Mann. Unglücklich, sagen wir es mal so. Ne. Ich tue mich jetzt hier einfach bedienen bei dem, was ich finde. Also. Ja, mache ich auch. Braucht noch mehr Munition. Es hat jetzt jeder das dabei, was er auch dann im Kampf haben will, oder? Ja, also ich würde halt Ammo mitnehmen und wenn wir dann noch drei Tool Refills haben, das wird dann schon gut sein. Denke ich. Waren hier noch ein blödes Midi-Pack? Ja, ich bräuchte auch eins. Wenn du eins findest, sag Bescheid. Ich bringe mich mal in Stellung. Inzwischen hole ich mir noch was zu trinken und dann, weil ich bin eigentlich so weit fertig. Hast du jetzt Tool Refill oder was hast du jetzt genau? Ich habe ein Ammo-Pack mit 5 Uses. Okay, gut. Das heißt, 2 Tool Refill, ein Ammo-Pack und der Bot hat ein Medipack. Wie viel? Man Tool Refill mit 4. Der Bot hat ein 60%. Ist eigentlich irgendwer in der letzten Welle komplett keine Munition mehr gehabt? Kann ich dem, wie befehle ich dem? Dann ist die Frage, ob es nicht vielleicht schlauer ist, wenn ich meinen Ammo-Pack ditche für ein Tool Refill. Aber ich glaube, wenn wir ein Ammo-Pack in Reserve haben, ist es schon ganz gut. Ja. Kann ich dem Bot sagen, okay, dass er mich... Sex, what I platziere ich mich beim Reaktor, hol was zu trinken und dann geht's los. Aber der macht er nicht halt. Naja, aber... Mehr als freundlich fragen kannst du leider nicht. Hast du Medipack gefunden? Okay, bis gleich. Noch nicht, nee. Weird. Ey, hier waren doch überall Medipacks, wieso finde ich die jetzt nicht? Ja, genau. Ah, hier ist eins, 2 Users. Okay, ich komm zu dir. Ey, 3 Users. Anyway. Alter. 70 Meter entfernt, was ist da los? Boah, ich dachte jetzt schon fast, da ist keine Treppe und ich spring da einfach runter in meinen Tod halt. Ey, ich bin jetzt in der Session heute auch schon zweimal diese eine Treppe da runtergefallen, wo die quasi breit genug für 2 Treppen ist. Auf der einen Seite ist eine Treppe, auf der anderen Seite nicht. Und ich falle immer, das ist mir auch die letzten Male schon ein paar Mal passiert, ich falle immer auf der Seite runter, wo keine Treppe ist. Und fress halt immer so 5 bis 10 Schaden. Schön. Naja, ist richtig schön. Du fällst halt runter und kriegst halt Schaden. Mir schießen halt Teammates, geben halt einfach Headshots. Ja. Mit einer Shotgun.
jeder hat so seine eigenen Schlachten zu schlagen. Ja. Manche haben es leichter, manche haben es schwerer. Manche handicappen sich selbst, manche werden gehandicapt. Oh, du Arme. Ja, es ist nicht leicht halt, mit euch zu zocken. Live.